Metallkumpo da. Also, aber... Junge, hört mal zu. Die Knete ist fertig, ein Feuerzeug habe ich. Jetzt ist Sport. Und ich habe sogar was, um eine Karte nachzuahmen. Sehr gut. Ich kann aber nicht beim Sport rein, weil ich habe eine Waffe. Ich habe gerade auch den Hinweis bekommen oben. Der ist einfach eingeblendet. Wahrscheinlich, weil das Spiel denkt, Alter, du dummer Mensch, jetzt schaff endlich dieses kacke Level. Und zwar stand da von wegen, dass man halt Karten und Schlüssel kopieren kann. Ja. Anscheinend eine ganz gute Sache, wenn man das macht. Was habe ich denn jetzt schon wieder? Ach, die Nägel, verdammte Scheiße. Oh. Was läufst du denn jetzt? Bist du da reingegangen, du Idiot? Ja, ich hatte aber extra meine Waffe weggetan und jetzt habe ich die Nägel wieder. Wenn die nicht hauen, du weißt, dass es dann weg ist, wenn du das dabei hast, ne? Ja, ich kann da, das ist ja egal, weil die Nägel brauchte ich ja nicht. Mich ärgert eher das Feuerzeug. Den Rest hast du weggetan? Ja, 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 das ist nicht das Thema. Das ist alles halb so wild. Glaube ich. Ne, das Feuerzeug habe ich noch. Gut. So, ich habe jetzt hier meine Waffe. Es ging nur um die Nägel. Das ist ein Besen. Ich leg dir das Feuerzeug bei dir rein, ja? Ja, bau das alles zusammen richtig. Was denn? Was redest du denn für ein wirres Zeug? Hast du zusätzlich noch ein Feuerzeug? Ja, ich brauch doch kein Feuerzeug mehr. Alles klar, dann... Dann lege ich hier rein. Dann kloppen wir jetzt einen um. Ja, dann ist aber schnell, weil Freizeit ist gleich wieder rum. Nicht da unten. Lass uns hier irgendjemanden finden. Der geht die Treppe hoch hier. Hat er eine Waffe? Ich sehe bei dem nichts über dem Kopf. Nee. Ich gucke nur noch oben auf der Karte, aber ich finde hier nichts. Achso, auf der Karte kann man das sehen? Ja, oben auf der Karte, dann sagt das Spiel dir, den kannst du ruhig umhauen. Aber an sich geht das auch mit Charakteren, wo das nicht so ist. Da findest du auch manchmal was. Ich hau hier einen um, ja? Ja, das ist insofern doof, weil ich weiß ja gar nicht, wo du... Ja, hau den um. Muss ich auch nochmal hauen am besten. Einmal treffen reicht. Roter Schlüssel? Ja, nimm. Mach direkt eine Kopie. Mach ja, ich werde zu 98% gesucht, Alter. Ich werde schon wieder angeschossen. Ich habe keine Chance. Wenn ich die schlage, werden wir das nicht schaffen. Na, keine Chance. Ich darf nicht draufschlagen, kannst du knicken. Ist sofort wieder alles im Arsch. Aber vielleicht wirst du auch gesucht, weil du... Nein, ich hatte null. Ich war absolut legitim und sauber hier. Nein, weil du den Schlüssel mitgenommen hast. Weil die dich deswegen suchen. Nein, ich habe den geschlagen und dann kriegst du sofort 100. Vergiss das, ich darf nicht draufhauen. Keine Chance, darf ich nicht machen. Aber wie soll man das denn dann alleine schaffen? Was hältst du davon, wenn du die Sachen schon dabei hast gleich? Na, das ging natürlich. Dann hast du die schon dabei. Ich hau den um, du machst das direkt fertig. Und tschüss. Dann müssen wir aber die richtige Zeit abwarten, ne? Weil da ist bestimmt was Illegales bei. Ja, er muss Anfang der Freizeit dann sein, gleich. Also, die Knete in den Schlüssel. Und wie macht man dann den Schlüssel daraus? Schlüssel und Wachs. Fertig. Was denn jetzt schon wieder für ein Wachs? Plastik meine ich. Einfach das geschmolzene Plastik, aber wo steht das? Wo ist das Rezept dafür? Q unter 60 plus. 60. Siehst du das? Ja, ja, alles klar. Kannst du das sehen? Ja. Alter, was ist denn hier? Bist du auch in der Zelle? Ja, ich bin auch in der Zelle. Die sind aber auch eiser mit ihrer Verriegelung. Leg die mal ins Bett, bitte. Hier, da lies mal oben links, was da steht. Da steht da 100 Mal. Verriegelung ausgelöst. Oben links, da steht 100 Mal Verriegelung ausgelöst, weil ein Schlüssel fehlt. Ich hab also ist das nicht, weil du jemanden umgeboxt hast, sondern weil der Schlüssel geklaut wurde.
Das ist die Verriegelung. Junge, bring das doch nicht alles durcheinander. Ich hatte 100% suchen, weil ich dem aufs Maul gehauen habe. Und weil wir einen Schlüssel genommen haben, ist jetzt die Verriegelung. Ja, jetzt müssen wir warten, bis das wieder normal ist. Dass du dich aber auch im Knast überhaupt nicht auskennst, weißt du? Ich bin da nicht so oft. Das wird sich noch ändern. Nur alle 2 Wochen. Ja, das war. Oh, wie lange dauert denn so eine Kackverriegelung hier? Ja, der Schlüssel ist nicht aufzufinden. Aber es macht ja auch keinen Sinn, den irgendwo reinzulegen und sich dann zu verpissen, weil diese blöden Hunde schnüffeln ja den Schlüssel im Ganzen. Ja, ja, klar, das macht echt keinen Sinn. Das macht echt keinen Sinn. Viehtreiber. Was auch immer das sein soll. Hier, 2 Batterien und Draht. Dann nimmst du 2 Batterien und Draht. Metallstange, Kleber. Okay. Gleich kommen wir wieder raus. Naja, kann sich nicht mehr umstunden. Haben die denn die Schlüssel denn gefunden? Also bei mir, ja, mir haben sie natürlich abgenommen, ist klar. Okay, und warum darf ich jetzt arbeiten gehen, wenn der Schlüssel noch fehlt? Vielleicht haben sie ihn jetzt gefunden oder abgeschrieben. Also die Lösung gefällt mir ja irgendwie nicht so. Naja, es ist ja vor allem mal interessant, das hinzukriegen, weil ich glaube, in späteren Gefängnissen musst du das echt beherrschen. Weil das ist ja ein leichtes Gefängnis, das muss ja noch schaffbar sein hier. Duschzeit, ja. Gehen wir mal duschen. So, ich hab mir jetzt mal so ein... Alter, geh mir nicht auf den Sack, ey. Du Whisky, ja. Hier, ich lass jetzt was fallen, das kannst du mal mitnehmen, ja? Aber geh nicht durch so ein Gerät durch. Die Farbe? Ja, das ist ein Dings. Zum über die Mauer zu gehen. Wahrscheinlich haben die mich deswegen jetzt gesucht. Ich weiß aber nicht, über welche Mauern man damit klettern kann. Keine Ahnung. Hast du, ne? Hm. Müssen wir gleich mal ausprobieren, irgendwo drüber zu gehen. Ist bei mir im Pult. Mhm. Ja, dann Abendbrot. Abendbrot. Was gab's heute bei dir zu essen? Wo? Hier im Knast? In echt. Ja, nee. Ausnahmsweise mal in echt. In echt? Ich hatte noch ein paar Spaghetti über und dann habe ich mir aus 3 Wochen lang abgelaufenem Leberkäse, also ja, immer oh. Und so, mit ein bisschen Tomaten und Pilzen und Co. habe ich... Die Pilze waren aber schon auf dem Leberkäse. Richtig. Da habe ich mir was Schönes gemacht. Durchfall. Ja, ich muss auch gleich. Boah. Wie gesagt, ist bei mir, ne? Nö, ich weiß, ich habe auch keine Ahnung, was wir jetzt damit da machen. Haben wir jetzt nochmal Freizeit? Nee, das kommt jetzt nicht. Noch Freizeit. Hui. Soll ich mich bewaffnen mit dem Zeug? Ja, genau, nimm das mal mit und wir gucken jetzt mal, ob wir damit Lustiges machen können. Also mal richtig Lustiges machen können und oh. Nimm dir eine vernünftige Waffe mit? Ja. Ach, du bist das gar nicht. Sorry, warte mal, wo bist du? Auf dem Weg zum Haupthaus. Neben jemand anderem, das warst du gar nicht. Neben dem im Weg Haupthaus. Ja, ich bin im Haupthaus jetzt auch. Alter, die drehen hier völlig durch, die Gefangenen. Tja. Wo ist Fusilito? Da. So, jetzt. Haupthaus. Hi. Hallo. Und jetzt? Was ist mit dem da? Soll ich? Hast du alles dabei? Ja, mach.
Nein, 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 nein. Boah. Wie kannst du denn sagen, mach und hier laufen 1 Million Polizisten rum? Wir sind ja, weil du lahmarschig bist. Jetzt bring den doch um. Er macht es nicht. Nimm. Ich hab 100. Ich lauf. Wir machen alles fertig. Gleich wird hier verriegelt. Versprochen. Ich kümmere mich drum. Warte, 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 warte. Ja. So, also ich hab den abgeknallt. Ich hab den Originalschlüssel hier im Hauptgebäude in eine Truhe gelegt. Und unseren gemachten? Den habe ich dabei. Hast du den noch? Der ist bei mir im in der Geheimkiste. Nein. Doch. Haben wir es geschafft? Wir haben einen roten Schlüssel, den müssen wir jetzt nur irgendwie nutzen können. Wie kann man den nutzen? Das ist die andere Frage, ne? Haben wir irgendwo rote Türen? Ja, ich hätte hier zum Beispiel eine, da müssen wir aber wahrscheinlich durch so ein... Ich weiß nicht, ich habe nicht geguckt, ist der rot oder... Eigentlich ja nicht, ne? Oder? Also der dürfte doch durch ein... Doch, der ist hochrot. Wie kämen wir denn hier rein? Also ich habe irgendwie das Gefühl, hier oben ist so ein Raum, wo man rein kann. Also auf der ersten Etage oberhalb des Raumes, wo wir schon ein bisschen gegraben haben, ne? Ja, also hier ist der Sicherheitsbereich, da könnten wir mal reingucken. Und ich glaube, da oben kann man dann auch ein Seil rauswerfen. Mhm. Das wäre eine Option, das mal zu testen. Die Mauer da hoch, durch diese improvisierte Mauer da hinstellen und dann darüber werfen. Hm. Was brauchen wir dafür? Zeig mir das mal, komm. Zeig mir das mal. Ja. Komm mit. Also wir könnten hier durchlaufen, ja. Hier ist ja kein Problem. Kommen wir von unten rein. Genau. So, hier, dann hier rein. Ja. Wenn du jetzt M aufmachst, dann siehst du da oben, danach kommt nichts mehr. Ja, und dann? Obwohl, stimmt gar nicht. Danach ist immer noch der Zaun. Fuck. Fuck, danach ist immer noch der Zaun. Fuck. Hast du einen Seitenschneider? Ne. Bastel dir einen. Also ich bastel einen Seitenschneider, okay. Boah, eieieiei. Dann schneiden wir den Zaun auf und dann geht's raus. Ich hab nämlich schon einen Seitenschneider. Also sollen wir das versuchen? Wir bewaffnen uns mit dem roten Schlüssel, mit dem Seitenschneider und dann kommen wir raus oder brauchen wir noch die, was? Die Treppe nehmen wir noch mit. Ja. Und die... Bei meinem Kollegen wird gerade durchsucht. Und die Bettseile, diese Bettlakenseile, die wir gebaut haben. Ich weiß nicht, ob du das noch hast. Ich glaube nicht, weil ich musste hier ein bisschen ausmisten. Aber wir haben ja Bettlaken zur Verfügung. Wie ging denn die Bettlakenseile nochmal? Das war doch relativ einfach, ne? Zwei Bettlaken verknoten. Fertig. Wann sollen wir das machen? Morgen bei Freizeit, oder? Ja. Auf jeden Fall bei Freizeit. Wann war die? Nach dem Frühstück, oder? Nee, da war Arbeiten und dann, ne? Ja, genau. Bist du schon im Bett? Ja. Ach nein, im Bett bin ich noch nicht. Ich bin gerade noch dabei zu gucken, dass ich hier wenigstens aus meiner Zelle alles zusammengebaut bekomme, was wir brauchen. Wir haben morgen nur ab... Pell und Arbeit, ne? Da müssen wir aufpassen. Achso, du hast noch keinen Seitenschneider, ne? Den baue ich mir jetzt gerade. Okay. Den habe ich jetzt aber. Warte. Noch eine Feile und... Ich baue noch eine Feile, dann habe ich einen besseren Seitenschneider. Und ich glaube, dann kommen wir auch direkt damit durch, oder? Ja, mal gucken, ne? Ich habe mich hingelegt, damit du Bescheid weißt. Mhm, ich auch. Also ich pack mir noch nichts ein, ja? Du machst erstmal... Nee. Genau, ich mach mir den Seitenschneider erstmal. So. Was brauchst du noch, eine Feile?
Noch eine Pfeile, das war's. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ach, wir haben Appell, ne? Scheiße. Vergiss das nicht. Ich habe schon wieder 10 gesucht. Ja, wenn der Polizist dich sieht, dann kackt er dich immer direkt an. Mhm. So. Ich habe eine Pfeile. Geil, und danke. Und den Schlüssel haben sie rausgeholt. Den haben sie wohl gefunden. Die Säcke, ey. Wo bist du beim Appell, nee, ne? Ne, ne, ich bin bei mir in der Kabine. Ich hab einen Chaco. Leg ab und ich gehe eben kurz zum Frühstück, danach komme ich. Wie war das mal ablegen? Einfach ohne dass du irgendwas gedrückt hast, unten in deine Leiste rein, dann mit Rechtsklick. Gedrückt halten, Rechtsklick, genau. Danke. So, bessere Pfeile. Bam. Ach, bessere Seitenschneider. Ich habe jetzt schon einen leichten Seitenschneider. Meinst du, der reicht, um da durchzukommen? Ich weiß es nicht. Ich habe aber auch einen... Ach, ich hatte ja schon doch noch einen. Ich kann auch noch einen stabilen Seitenschneider machen. Mach das Beste, was du kannst, ehrlich. Okay, stabilen Seitenschneider. Was brauchst du? Noch eine Pfeile und das war's. Wenn ich jetzt noch eine Pfeile habe, dann haben wir's.